ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du, dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde grad gut. Sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? So. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal Simox. Wir spielen Resident Evil 2, hier die Remastered-Version. Ja, und wir spielen Leon. Leon Marsha. Leon kennen. Leon Marsha. So, und ja, mit dabei ist auch der Umut, mit der Mario und meine Wenigkeit. So, also, wir müssen jetzt hier erkunden, was abgeht hier in der Tankstelle. Ich meine, wir sehen Blut, zückt keine Waffe. Irgendjemand da? Nein. Oh, wie praktisch. War die schon an? Ja. Ja, stimmt was nicht. Stimmt was nicht, hallo. Da ist überall Blut. Über Blut. Hört das Glas zerspringen. Guck mal, hier stimmt was nicht. Doch, das Alter. Ja, vielleicht hat sie, vielleicht hatte eine Frau ihre Tage, was weiß ich. Kannst du noch einen Take? Alles in Ordnung? Sieht der für dich in Ordnung aus? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Okay. Jetzt sind wir durchgenommen. Ich will das Sex, ne? Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Hey, hey! Weg von ihm! Sofort! Hilfe! Was zum Teufel? Warum diese Essen nie zu Ende?
Stopp! Ich schieße! Zwei. Wieso? Muss ich jetzt? Zwei. An den Steak denken. Ich muss jetzt gerade irgendwie an Steaks denken. Okay. Er hat jetzt drei Headshots vertragen. Oder die Michael werfen. Das Schwein. Die Stimmung. Leute, Leute, das ist voll krass hier. Ich hätte nicht gehabt. Es wurde gerade ein Mensch umgebracht. Von. Was auch immer das ist. Ihr seid jetzt ganz erschrocken sein. War das eigentlich das auch ein Officer? Der auf dem Boden saß? Nee, der andere war. Der da. Der dir gezeigt hat, dass ja, du genau. Das war der Lamps wahrscheinlich. Das war irgendwie ein random Black Guy. Random Black Guy. Der weiß, dass er die Gefahr. Geh mal gucken, ob der Typ eine Waffe hatte. Wenn ja, warum hat er sie dir nicht mitgegeben, wenn er weiß, dass er in Gefahr ist? Unmöglich. Das kann nicht sein. Hä? Okay. Wie viele Schüsse? Nee, wie Schüsse hast du denn verpasst? Drei Headshots hab ich verpasst. Okay. An den Schuss gekommen. Hey, was soll denn das? Nee, es ist abgeschlossen. So, okay. Hast du einen Schuss bekommen? Er ist gefunden. Nein. Alter, was? Das hast du ganz oft nicht gesehen. Doch, ich hab ihn gesehen. Ich dachte, ich könnte noch schnell an dir vorbei. Achso. Ich wollte gerade die Maus benutzen. Ja, ich mach weiter. Ja, ich kenn das schon. Wir haben nur ein bisschen was abbekommen am Hals. Das ist das Overlay von der Steuerung. Was ist so? Gleich. Okay, sind hier drei, vier Zombies hier drin? Nicht schießen! Runter! Da reicht ein Schuss. Da reicht ein Schuss, ne? Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Auf einmal alles wieder Zombies. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was soll da geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Scheiße. Sehr viel Scheiße. Oh, Umbrella, die kenne ich noch aus sieben. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein.
Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ah! Wow! Ja, Paar rückwärts! Verfolgt der Truckfahrer. Alter Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Aber der große Tank passt da noch nicht. Flucht nach vorne. Okay, einfach mal durchgehen. Leider kann er nicht schneller sprinten. Wo geht's weiter? Ach, da hinten die Gasse, glaube ich. Zur E-Zeit irgendwie machen die ja gar nichts. Die können dich schon umbringen, wenn du weiter rennst. Aber dem Licht nach. Scheiße. Hallo. Sind alle so. Alle verwandelt. Hallo? Du hast Zeit. Da ist sie. Die Polizeistation. Nee. Oh. Spanien, ne? Oder sowas nochmal. Wenn ich mich erschrocken. Wow, das Menü. Oh. Ja. Das ist krass. Hi, Sir. Slalom. Digga. Und erstmal die Quelle aussperren. Zombies müssen draußen bleiben. Habt ihr das Schild nicht gelesen? So, ist die Quelle jetzt erstmal ausgesperrt? Nein, die Quelle muss ja woanders lang. Die kommt ja nicht weiter. Das haben die nicht mit der Nee. Hier muss eine andere Reihe. So, okay, hier ist nichts. Zur Info, den Anfang kenne ich schon. Ich habe, glaube ich, so anderthalb Stunden, glaube ich, allein gespielt. Deswegen die ersten paar Male werde ich, glaube ich, nicht erschrecken. Hallo? Ist irgendjemand hier? Hätten wir bei der spielen können. Wir hätten ja, eigentlich schon, wieso spielen wir dann nicht? Keine Ahnung. Also, ich wollte ja auch gewinnen, dass ihr spielt. Was? Alter. Da läuft was. Ganz wichtig. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Mach mal drauf, kannst du schießen. Verstärkung, Ostkorridor!
sollte den Typ suchen. Ja, wär sinnvoll, ne? So. Ah, Karte M. Ja. Wir sind da. Okay, wir müssen zum Ostkorridor. Raum der Wache, okay, da. Dahin müssen wir. Das Beste? Ich bin in den Arsch. Scheiß. Och nee, hau wieder diese Scheiße. Ja, ey, das ist genau. Die Steuerung ist genauso wie bei Resident Evil 7. Das ist richtig super. Och nee. Und. Okay, ich habe hier schon mal gespielt. Ein bisschen. Das sieht man. Aber wir machen einen neuen Spaß. Och nee. Nicht die Kiste. Doch, erst der Spray. Okay. Die Kiste. Kennst du die Kiste? Welche Kiste? Die Kiste, wo du dein Inventar quasi ablegen kannst. Achso, ja. Ich finde das so scheiße, dass du genau überlegen musst, was nimmst du mit und was nicht. So, wir gehen jetzt nicht weiter hoch. Ah, hier gibt es auch Rätsel. Wir müssen Statuen einfügen. Ist das jetzt mal eine Aussparung? Aussparung. So, hier können wir nicht weiter, weil wir brauchen ein Messer oder so. Ne? Können wir nicht, ich meine, so ein Erste-Hilfe-Spray können wir nicht benutzen. Können es auch nicht aufschießen. Aufreißen erst recht nicht, wir haben ja keine Hände. Aufreißen? Digga, mit was? Mit. Oh, die sind nur dafür da, eine Waffe zu halten. Was anderes können die nicht. Ich lieb einfach sowas. Nein. Da steht drauf, keep out. Jetzt kommt ein Jumpscare. Oh, jetzt kommt ein Jumpscare. Ich finde die Scheiße wach. Halt mich gut fest. Okay. Noch was hinten nach vorne. Oh, das war ja kompliziert. Fehlt die Sicherung. So. Nein. So einfach ist das nicht. Du schaffst das. Ich schaffe das. Ein großer Junge. Ich sehe ja nichts. Ah. Munition, ja. Ist dein Vater eigentlich der Präsident? Ja. Ich bin der Präsident. Ich glaube, hier können wir nichts sehen, ne? Können wir was sehen? Nein. Wäre cool, wenn wir jetzt so eine Videoaufnahme sehen würden. Irgendwie so ein Porno, keine Ahnung. Zombie-Porn. Also, wie das aussieht, wie war es jetzt? Zombie-Porno, ey. Nein. Girls Gone Wild. ich muss halt. Da steht jemand. Achso, nein. Kann F drücken oder Maustaste, das ist gut. Nein, alles klar. Jetzt mal Lärm machen. Ist da ein Zombie drin? Jetzt kriegt man mich gerade voll an Outlast. Silverspray. Okay. Du kannst es nicht stacken. Wenn's, nee, leider nicht. Aber erst Silverspray, wenn es mal wieder stark brennt, ne? Hier geht es nicht weiter. Nichts. Die Taschenlampe verbraucht keine Batterien, oder? Das ist nicht. Sehr energiespart. Oh Gott. Okay, das ist ja richtig schlimm, wenn das Batterien sammeln müsste zur Tür. Genau. Aufmachen! Sicher auf das. Aufmachen! Ja, ich mach gleich auf. Mach die verdammte Tür auf! Okay, da geht's nicht raus. Ne? Ja, doch. Ich hol sie raus! Nein. Hilfe! Bitte,
Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Durchhalten! Ach du Scheiße! Junge, nutzt das Spray! Den Alkohol von Ja. Dienstbuch 1 Polizist. Ach, aber das ist mit den Statuen, ne? Achso, das was du am Anfang war. Ja, jetzt hast du mehrere Statuen. Boah, jetzt. Das brauchen wir gleich. Hier das Polizeisiegel. Oder Hund, was auch immer das ist. Okay, Junge, du hältst die Wache, ne? Lass hier keinen durch. Oh Gott! Leben. Au. Wo kommen die alle auf einmal her? Oh, das Fenster. Okay. Scheiße. Das wird wissen, Paul. Die sind überall. Da muss ich durchlaufen. Da muss ich einfach durchlaufen. Ah, die schreit, man. Au. Tut nur ein bisschen weh. Tut nur ein bisschen weh. Brennt nur ein bisschen. Wo ist eigentlich dein Lebensanzeige? War gerade eben Zeit zu sein. Ja, das war so klar. Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leo Marshall. Da war noch ein Officer. Ich konnte aber nicht als erstes gestorben. Hier. Ja. Die verschmierte Hand. Blutsbruderschaft. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Marshall. Leo Marshall. Also ein bisschen mehr hätte machen. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Schlitzen! Wir können damit schlitzen jetzt. Also, wenn wir jetzt. Also, erstmal finden wir hier. Genau. Die Lebensanzeige, ne? Mhm. Cool dargestellt. Nutzen wir jetzt. Jetzt sind wir wieder gesund. Magic. Wenn ich mal darauf hinweisen darf, so nebenbei. Wir sind bei 26 Minuten. Ja. Die ersten paar Minuten haben wir ein bisschen gelabert. Und ich wollte einfach nur. Euch noch was Cooles zeigen. Guck mal hier, wenn man das drückt. Hast du ein bisschen spielen das? Nee, nee, ich wollte nur noch aufpassen. Ja. Ich hab doch schon im Kopf. Ich hab doch schon im Blick. Schieß! Also, das hast du gedrückt halt, oder? Gedrückt halt. Ah, okay. Ja,
Ich wollte noch was kurz zeigen, wo da haben wir die Löwenstatue. Und jetzt das Quokken-Notizbuch uns angucken. Löwe, Blatt, Vogel. Löwe, Ehre, Vogel. Löwe. Diese komische Ehre und Vogel. Danke, danke. Man merkt so gar nicht, dass du schon gespielt hast. Ja, also, ich dachte mir, das ist schon ein bisschen einfach, aber wir haben schon mal ein Rätsel gelöst. Wir müssen gleich da unten lang. Jetzt haben wir ja ein Messer, jetzt können wir das endlich aufmachen. Endlich! Das wäre sonst vorher nicht möglich gewesen. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was wir später noch für Probleme haben. Also, was wir gleich machen müssen. Hier, Tresor. Brauchen wir eine Kombination, Tastenkombination. So am Ende des Spiels. Ich wollte euch nur mal kurz was zeigen. Spiel ist vorbei. Schöne Stadtbroschüre, ne? Wir brauchen Schlüssel. Davor. Es war das kurze Briefing. Gibt es denn jetzt Schlüssel oder wieder so Dietriche? Ja, wir brauchen Schlüssel. Okay. Nice. Ach ja, da hinten ist noch Munition. Ich fahr nochmal nach Hause. Bist du denn überlebt? Ja, ich hab. Bis dann. Was wollt ihr überhaupt hier, ey? Ohne dich komm ich nicht raus, Mario. Bleib hier. Komm. Wir gehen. Komm, Mumun. Wir gehen. Okay, wir gehen. Aber ich bin nicht mit der Kamera da. Okay. Verstauen. Verstauen mit Scheiß, dass man so. Einmal hat es Hilfe und ein bisschen Muni. Speichern. Ja. Cut. Und genau, so schnell geht das nicht. Dann, wieso schnell geht das nicht? Sehen wir uns. Ach so. Abmoderation. Abmoderation. Ach, Abmoderation. Abmoderation. Ah, sorry. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn dann Schnitt. Mario oder Umut spielen. Ja, das war's auch dann. Ja, fang lieber nochmal neu an. Aber wenn wir einen Endcut haben, weiß ich noch nicht. Das fang lieber nochmal neu an. Nein, nein, wir nehmen das jetzt so. Ob wir einen Endcut haben, wissen wir noch nicht. Und wenn das nächste Mal spielt, wissen wir noch nicht. Und Umut, jetzt dein Einsatz. Nein, ich verkack das nicht. Ich verkack das nicht. Ciao. Du spoilerst zu viel.